einem Zug oder einem Bus eine Internetverbindung wie kostenloses WLAN anzubieten, das erfreut den Internetnutzer, ist in Thüringen aber noch weitgehend Zukunftsmusik. In Erfurt ist es noch im Aufbau, in Leinefelde aber bereits Realität. Dort ist man zumindest in den Expressbussen doppelt gut verbunden. Wer im Eichsfeld mit dem Expressbus fährt, der kann auch problemlos auf den weltweiten Datenautobahnen rasen. Grenzenlose Mobilität sozusagen und das Ganze kostenfrei. Seit ein paar Wochen bietet die EW Bus auf ihren Hauptlinien den ganz besonderen Service an. Ja, das richtet sich an unsere Fahrgäste, die auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule sind, für Touristen, die dann hier ihre Bilder schicken können, die surfen können, die Zeitung lesen können, für alle Dinge, die man halt heutzutage mobil macht. Wir testen das Internet auf der Fahrt von Leinefelde nach Duderstadt. Ein paar wenige Klicks, ein zustimmender Haken unter den allgemeinen Geschäftsbedingungen und schon können wir uns das Thüringen-Journal angucken. Nach und nach sollen alle Busse des Unternehmens mit dem WLAN ausgerüstet werden. Darum kümmert sich Christian Putze, IT-Techniker der Firma. Und zwar ist er an dieser Stelle verbaut. Der Vorteil an diesem Router ist, dass er zwei SIM-Kartenplätze hat. Einer davon ist jetzt tatsächlich belegt und wir können halt den zweiten SIM-Kartenplatz nutzen, um dort beispielsweise für unsere Reisebusse eine ausländische Karte einzusetzen, sodass unsere Fahrgäste auch im Ausland dann das Mobilfunknetz entsprechend nutzen können. Einen Haken hat das freie Internet. Die Rechtslage ist problematisch. Denn der Anbieter haftet, wenn Illegales geladen wird. Wir haben also Hotspot davor geschaltet als einen Anbieter, der sicherstellt, dass zum Beispiel Jugendschutz und auch Datenschutz gewährleistet werden können. Also das sind etwa 1000 Euro pro Bus, einmal die Kosten für die Installation und so circa 40 Euro im Monat laufende Kosten. Bisher scheuen sich die meisten Unternehmen vor dem freien Internetzugang. Neben dem Eichsfeld und Erfurt wollen der Unstrut-Hainich und der Kyffhäuser-Kreis folgen. Das Weimarer Land will bis 2018 anbieten. Kreiz und Sonneberg denken darüber nach, ohne konkrete Pläne. Dabei ist das Interesse bei den Kunden groß. Allein im Erfurter Testbetrieb haben sich pro Monat 800 Menschen eingeloggt, das in nur einer Straßenbahn. Das wäre sehr schön. Warum? Naja, weil das Internetvolumen mal schnell aufgebraucht ist. Guter Service. Die Hauptsache ist, die Preise bleiben dann auch so. Nicht, dass die Preise dann noch höher steigen. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich auch, wozu braucht man das? Auch in Erfurt sichert sich das Unternehmen durch eine Zustimmung der Geschäftsbedingungen per Klick gegen Missbrauch ab. Also man kann, wenn man sich in das WLAN-Netz einloggt, ein AGB lesen. Und wenn der AGB dann bestätigt wird durch einen Haken, kann man sich einloggen. Bis Jahresende sollen alle Erfurter Straßenbahnen einen freien WLAN-Zugang haben. Und auch im Eichsfeld werden dann alle Busse eine weltweite Mobilität ermöglichen, zumindest digital.